Schön, so viele bekannte Gesichter zu schauen. Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz, auf der wir Ihnen die neue sportliche Führung der Adler Mannheim vorstellen möchten, um Jan-Axel Alavara, Pavel Groß als Cheftrainer, Mike Pellegrims als Co-Trainer und ja, Pertri Hasanen. Er gehört zu den zwei Personalentscheidungen, die wir Ihnen heute auch noch bekannt geben wollen. Er wird Co-Trainer der Adler Mannheim in den kommenden zwei Jahren, einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird Pavel natürlich als Cheftrainer assistieren, beziehungsweise als Co-Trainer assistieren. Ja, und die zweite Meldung, die wir heute Ihnen noch bekannt geben wollten, ist, wir haben einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen. Er unterschreibt einen Einjahresvertrag und zwar geht es um Brandon Mikkelsen. Hat zuletzt in Schweden gespielt, bei Luleå, und wird sofort beziehungsweise zur neuen Saison die Defensive der Adler verstärken. Ja, wir haben uns heute gesagt, wir machen es eher ein bisschen entspannt, wir wollen keinen Monolog führen. Deswegen werden wir jetzt auch gleich mit der Fragerunde beginnen. An dieser Stelle noch die Information bitte, sagen Sie noch Ihren Namen und das Medium, für das Sie arbeiten. Denn die Herren hier vorne sind alle neu und so haben Sie dann einen besseren Überblick. Noch zur Info, Jan-Axel Alavara und Pertti Hasanen werden heute auf Englisch sprechen. Deswegen dann vielleicht auch die Frage auf Englisch stellen. Ja, fange ich mal an. Oliver Behler von der Rheinpfalz. Hallo. Pavel, nach 10 Jahren Wolfsburg, wie groß ist das für dich wirklich dieser Einschnitt? Das war immerhin ein Fünftel deines Lebens. Wie groß ist der Einschnitt jetzt bei einem neuen Verein, bei Mannheim? Nicht ganz neu, aber doch eine neue Station in deinem Leben. Ja, hallo erstmal zusammen. Klar, es ist eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe für uns alle hier. Ich werde auch in der Zukunft, sagen wir so, nicht aus der Vergangenheit nicht so viel reden, aber für die Zukunft werde ich auch sehr viel über uns reden. Und wir kennen uns eigentlich hier alle drei. Und für mich natürlich ging es das irgendwann mal darum, den nächsten Schritt zu machen. Und Wolfsburg war in dem Sinne eine hervorragende Organisation, eine kleine, aber eine feine Organisation, sehr familiäre Organisation. Aber alles wurde ein bisschen klein gehalten, aber man konnte da natürlich auch hervorragend arbeiten. Hier uns sind auch die Erwartungen bekannt, das wissen wir auch. Und das ist etwas, was uns auch Spaß machen wird. Wir wollen genau das Gleiche wie die Organisation. Wir sind auch hier geholt worden, um etwas zu gewinnen. Und das ist natürlich auch, was uns fehlt. Und da sind wir richtig heiß drauf, auf jeden Fall. Und mit der Mannschaft, mit dem Staff sind sehr viele Leute auch neu hier, sowohl Spieler als auch Trainer. Und wir werden es dafür tun, um das zu erreichen. Klar, und wir sind alle hier da, die auch langfristige Verträge haben. Das bedeutet, wir wollen was Neues aufbauen. Wir werden uns jetzt nicht so viel mit der Vergangenheit, wie ich schon gesagt habe, beschäftigen. Und wir werden einfach nur nach vorne gucken. Das ist eigentlich, was uns interessiert, ist die Zukunft. Jeden Tag einfach uns zu verbessern, jeden Tag bessere Sachen zu tun und besser zu spielen. Das ist das, was wir eigentlich vorhaben. Ja, meine Kunde, meine Herzeigung, guten Tag. Hallo. Du hast ja einige neue und auch viele Gesichter um dich geschart. Wie sehen denn wahrscheinlich die Aufgaben der verschiedenen Assistenten aus? Es gibt ja auch noch drei Athletiktrainer, es gibt zwei Torhütertrainer, es gibt noch mal Pellegrims, den du, glaube ich, lieber als Associated Coach bezeichnest, als Co-Trainer. Wie stellt ihr euch so die Aufgabentrennung vor? Na gut, wichtig ist natürlich, dass wir in der Gruppe arbeiten, dass wir alles, was wir machen, auf einen Fuß haben. Wir würden nicht so arbeiten, dass einer das macht, der andere macht das. Eigentlich nicht, das wird eigentlich, wir haben schon über die Sachen auch schon geredet. Alles wird durchgeplant eigentlich und gut strukturiert. Wenn ich mit Mike starte, der wird natürlich auch ein bisschen die Verteidiger machen und einen Penalty-Kill. Mit Berti, das ist eigentlich ein Mann mit einer unglaublichen Erfahrung aus vielen Ländern und vielen Mannschaften.
und auch letztendlich auch in AR, wo er als Development Coach gearbeitet hat. Die Goalie Coaches und die Fitness Coaches und vergessen wir auch nicht die Betreuer, das sind sehr, sehr wichtig. Jeder ist sehr, sehr wichtig eigentlich für den Erfolg in der Familie hier. Und ich glaube, wichtig ist aber auch eine Sache nicht, dass wir denken, die Leute, die Trainer oder die Personen, die da sind, die sind eigentlich nur für uns gedacht. Axel wird das irgendwann mal auch später noch mehr erwähnen. Wir haben auch viele Leute auch hier geholt, um in der ganzen Organisation dann beim Start zu beginnen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir, und da möchte ich nichts vornehmen, Axel sollte das eigentlich am besten dann erklären. Viele Leute werden sich sowohl für uns, aber auch für Heilbronn oder DNL oder Nachwuchs kümmern. Also es geht darum, jeder hat seine Funktion, jeder wird seinen Job auch machen und wir werden sehr viel kommunizieren. Es sind natürlich viele Leute hier, das weiß ich auch, ist auch ein bisschen Neuland für mich oder für alle, für uns alle und das müssen wir gut koordinieren. Andreas Martin, guten Morgen. Grüß dich, Pavel. Ihr sprecht viel von Zukunft. Junge Spieler einzubinden, wird, das wäre schon auch angerissen, wird ein Thema sein. Es ist dir auch durchaus dafür bekannt, dass du jungen Spielern eine Chance gibst. Wie war es denn? Hattest du schon Gelegenheit, hier mit jedem Spieler irgendwo Kontakt zu haben und mit ihm zu sprechen? Oder kommt da noch was jetzt? Mit jedem jungen Spieler? Ja, aber auch mit den Älteren. Oder? Ja, also das, die Sache, die wir sofort gemacht haben nach dem letzten Spiel, ungefähr 5 Tage nach dem letzten Spiel hier, nach dem Halbfinale gegen München, haben wir mit Pelle, mit den Leuten, die auch für 18, 19 da sind, haben wir auch geredet. Wir wollten unbedingt ein Feedback ein bisschen bekommen, wie das in der Vergangenheit war und was die natürlich auch für die nächste Saison vorhaben. Uns ist immer wichtig, was die Spieler Personal als Vorhaben, was die noch für Ziele haben, ob die noch brennen, ob die Potenzial haben. Aber letztendlich Potenzial müssen wir dann irgendwann mal entscheiden, ob die in die 18-19 Saison mit uns gehen oder nicht. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir mit jedem Spieler auch geredet haben und noch reden werden. Ich meine, die Kommunikation ist und bleibt sehr wichtig. Aber auch mit den jungen Spielern. Wir wissen, wir haben auch ein paar Talente hier. Ich glaube, dass jetzt gerade die Woche passiert, ist eine geniale Sache, um die Leute kennenlernen zu können. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen, da sind ein paar Talente, die entweder noch in der DNL spielen oder jetzt gerade drüben studieren und irgendwann mal zurückkommen. Also, wenn man die Leute kennt, ist es immer klar, das ist gar nicht verkehrt. Also, man weiß schon, was da auf dem Eis läuft, was sich da bewegt und Kontakt, in Kontakt mit den Leuten zu bleiben, das ist auch wichtig. Aber glaube ich auch, da macht der Axel auch gute Arbeit und der weiß ganz genau, was da los ist. Mike, du warst ja jetzt auch Cheftrainer in Flandern, du warst auch Cheftrainer in Düsseldorf. Man könnte das Gefühl haben, es wäre ein Schritt zurück. Empfindest du das jetzt als Associated Coach so? Oder zweite Frage, war es auch daran gekoppelt, dass es der Standort Mannheim ist und dass es Pavel ist, der hier ist? Okay, gut, ich starte mal jetzt mit auch einem guten Tag von meiner Seite. Um auf die erste Frage zu beantworten, ist es sicher kein Schritt zurück für mich. Wir haben damals über geredet, wo wir noch zusammengearbeitet haben in Wolfsburg. Wenn da irgendwann die Möglichkeit kommt, für so einen Verein zu arbeiten, dann würden wir das angreifen. Den Moment ist damals dann gekommen und dann war es für mich ziemlich leicht, um die Entscheidung zu treffen. Wir haben damals zusammengearbeitet und das würden wir jetzt auch machen. Und dann auf die zweite Frage. Und der Pavel damals angerufen hat, dann habe ich hier nicht allein über nachdenken müssen, über die Züge müssen. Erstens sind wir privat gut befreundet und zweitens muss er das natürlich auch trennen können, weil dann kommt die Arbeit und das passt auch zusammen. Und das würden wir auch weitermachen. Und die zweite Sache natürlich ist, wir waren auch hier 3 Jahre zusammen, wo wir gespielt haben. Und dann waren es ein Teil für mich auch, dass wenn du wieder zurückkommst nach Hause. Das war jetzt meine Anschlussfrage. Ich meine, als ihr damals zusammen da wart, es war ein Frühlingstag, es gab keine SAP Arena, es waren natürlich andere Personen. Trotzdem habt ihr beide das Gefühl, es ist eine Rückkehr der Heimkehr? Na gut, von meiner Seite musst du dann nachher auch immer ein paar fragen, aber für meine Seite ist natürlich
Gut, die Halle ist ein bisschen wärmer und ein bisschen größer, wo wir damals gespielt haben, aber sicher sind auch immer viele bekannte Leute hier und auch die Umgebung, die kennst du. Und wie ich vorher gesagt habe, ist ein Teil für mich, wieder zurück nach Hause zu kommen. Ja, bei mir, klar, ich habe irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, die Ehre gehabt, nicht jedes Jahr eine neue Mannschaft wechseln zu müssen. Auch in meiner Karriere war ich 3 Jahre in Prag, 3 Jahre in Freiburg, 6 Jahre in Mannheim. Dann haben wir auch lange Zeit in Berlin gewohnt, 10 Jahre in Wolfsburg. Klar, das sind 19 Jahre, ja, das ist ja auch klar. Ja. Ich meine, wichtig ist, was gut ist, was die Sache natürlich auch leichter macht. Man kennt diese Umgebung, man kennt natürlich auch sehr viele Leute, man kennt diese Halle eigentlich noch nicht so viel. Die alte Halle haben wir natürlich auch auswendig gekannt, das war natürlich noch diese Oldtime-Hockey, das war schon eine besondere Atmosphäre, wissen wir da, wissen wir das, aber wir wissen natürlich auch, dass hier eine riesen Stimmung gemacht wird bei den Spielen, vor allem bei den Playoff-Spielen, das ist schon eine unangenehme Halle für den Gegner, wenn die Jungs, die Mädels, die Fans richtig in Rage kommen. Also auf jeden Fall, es ist ein gutes Gefühl, nach Mannheim zu kommen, auf jeden Fall. Peter? Ja, Peter Engelhardt, und nach Mannheim. Hi, ja. Die Frage, finnischer Co-Trainer, 2 finnische Spieler, was gefällt dir am finnischen Eishockey und was bedeutet das für die Arbeit? Ich glaube, die Frage ist, oder sollte nicht sein, was uns da am finnischen oder schwedischen Eishockey gefällt, sollte nicht die Frage eigentlich. Ist eine gute Frage, auf jeden Fall, aber mit so einer Frage beschäftigen wir uns erstmal gar nicht. Wir wollen einfach Spieler hier holen, die zu uns passen. Und wir wissen, dass beide gute Spieler sind. Beide Spieler mit einem guten Alter und vorne mit sehr viel Erfahrung. Genauso geht das um die Trainer. Es ist jetzt egal, wo sie herkommen, überhaupt nicht. Also wir wollen jetzt irgendwie nicht sagen, okay, man hat viel über die kanadische Schiene gearbeitet, jetzt wollen wir das ganz kappen, machen wir was anderes, überhaupt nicht. Wir würden auch nach wie vor eine Mischung, gesunde Mischung hier verpflichten, dass kanadische Spieler sind oder europäische Spieler, spielt keine Rolle. Ich meine, Charakter muss passen, ich glaube, er wird Axel auch dazu was sagen, Charakter muss passen und vor allem auch die Tatsache, dass diese Spieler, die hier kommen, sich auch weiterentwickeln wollen. Und vor allem, dass die uns auch helfen. Das ist das, was man immer vorhat. Trainer, jetzt haben wir heute erfahren, Sie sind weiterer Verteidiger zu den Adlern gestoßen. Ist der Kader deines Erachtens nicht etwas overdressed für die frühe Zeit der Saison oder muss man auch noch mit dem Abgang rechnen? Also ich glaube, die Hausaufgaben, die man hier April oder im Mai gemacht hat, das waren erstmal gute Entscheidungen, aber die Entscheidungen, die man getroffen hat. Ob wir da viele Leute haben jetzt in der Mannschaft? 9 Verteidiger, 14 Spieler? Ja, aber die Saison ist verdammt lang, das sieht man auch immer. Und das Eishockey wird nicht langsamer, Eishockey wird immer schneller, Eishockey wird immer, sagen wir so, robuster und sind mit sehr vielen harten Zweikämpfen. Man hat natürlich ein bisschen Schwund während der Saison, das ist ja klar. Verletzte Spieler oder kranke Spieler, das ist ja normal, aber einerseits ist es eine gute Competition hier, gute Konkurrenzkampf, das ist erstmal eine Sache. Zweite Sache, glaube ich nicht, dass wir zu viele Spieler haben. Ich meine, wichtig ist für uns, dass wir ganz klar auch Signal senden an die ganze Organisation, auch die Liga, an die Jungs in der Mannschaft. Dass wir wollen einfach mit der Mannschaft sofort starten. Wir wollen nicht gucken, ob der eine gut ist oder schlecht ist und dann vielleicht erstmal reagieren. Natürlich, wenn Verletzungen kommen würden, dann muss man reagieren. Aber wir wollen einfach mit unserer Truppe, und ich glaube, wir haben eine starke Truppe, wollen wir sofort starten, dass wir alle dabei sind, dass wir alle Maßnahmen zusammen machen, dass wir den August zusammen machen und das ist uns auch wichtig. Jetzt haben wir ja diese 18 plus 1 Regelung, das heißt, der
19 Feldspieler muss jünger sein als 24 oder 23. Gibt es da mit Moritz Seider eine neue Entscheidung oder bleibt er definitiv hier, nachdem er im CHL Draft gezogen wurde? Oh, so viel was uns bekannt ist, dann der Junge, der hat noch eine Schule und die Eltern, die wollen natürlich auch, dass der die Schule zu Ende bringt und das ist auch richtig. Und ich glaube, dass wir dann mindestens eine oder zwei Saison noch da sehen. Natürlich ist er ein sehr, sehr interessanter Spieler und ich gehe davon aus, dass wir ihn dann auch häufig auf der Mai sehen. Eine Frage an der Axel in Englisch, war das? Ja. Jan Axel, welcome to Melbourne First. Could you just briefly explain, what was your job in Buffalo and what are your expectations now from Melbourne? Hello everyone, sorry. I was working as a European Swedish scout for Buffalo Sabres for the last two seasons. And when this opportunity came up to work in a team like Mannheim, because I know Germany since my time in Wolfsburg, I've been, both me and my family have been having uns wohlgefühlt in Deutschland. So my German is okay, but I'm gonna go better there. So we know if you. Okay, in Germany we feel, and get this opportunity to work together with Pavel and Mike in a club like this was impossible to turn that offer down. And your expectations? All my expectations, I've always been, since I was a small kid, is to win. That's what it is for me. If you step into something, you want to build up something, you want to win. And then we have the chance here with the organization. We have a strong ownership, we have a great fan base, and we have put together good staff around the team, together with really good players. As you said, we have two good goalies, 9 demons, 14 forwards. Will be a very good roster for this league. And to yeah, summing up the expectations is it will be a good season for us to start up. And we have a long-term plan as well, where we start up with a youth organization, both signing up Pertti as a development coach. We have Ilkka Pakarinen as a development coach in Heilbronn to work with our young kids there. And Pertti will work with the DNL team as well to develop the guys. And I'm a big believer in development. That's both from my experience from the Swedish Hockey League and from the NHL. That it's way better to bring in the right character guys into the organization and then you work with them on a daily basis. You trust in the players, you give them trust, you let them fail, you work with them, and that's the way to have the success. I guess apart from the fact that you've been on the payroll for Buffalo since the 1st of July, have you been engaged in all the decisions so far that have been made here? On the sports side, yes. We have had a daily communication both with Mr. Hopp and the coaches. And Yuri Sifter, who's been here and at the office, we've been talking a lot. Eine Frage an Pavel, wenn man in einen Club kommt, seine Ideen, die man von früher hat, versucht hier gewinnbringend einzusetzen, ist es von Vorteil, dass die Adler dieses Jahr mal keine Champions League spielen, damit man jetzt nicht, sagen wir mal, am 25. August schon um Punkte spielt, sondern einen etwas anderen Trainingsaufbau wählen kann. Wie siehst du die Situation? Ja, um ehrlich zu sein, hätte ich ganz gerne diese Champions League gespielt, weil ich mag es schon, wenn man nicht nur in der Liga, was an den eigenen Freundschaftsspielen dann gute Gene hat, wenn es etwas geht. Und ich mag das gerne. Also in Wolfsburg haben wir die Ehre gehabt, eigentlich zweimal hintereinander die Champions League zu spielen, gespielt zu haben. Und das ist, glaube ich, das ist schon eine riesen Erfahrung, gute Erfahrung, vor allem für die Jungspieler. Und von daher würde auch jetzt, sagen wir so, unsere Vorbereitung nicht unbedingt beeinflussen. Ja, es geht um Gewinnen, das wissen wir auch, aber wenn wir diese Champions League gespielt hätten, dann hätten wir uns vielleicht noch ein paar Tage früher getroffen. Aber sonst, ich hätte die Liga ganz gerne gespielt. Andreas?
Pavel. Vielleicht ein Einblick, wie viel Urlaub konntest du persönlich überhaupt Zeit machen? Also, weil wir ja schon. Genug. Ja? Oh ja, genug. Genug, weil auch Pelle und Axel, die haben auch super Arbeit gemacht in der Zeit und nee, das ist genug. Und eine Anschlussfrage vielleicht noch. Im Nahrungsbereich arbeitet der Frank Fischöder ja schon lange, der auch hier die Talente rausbringt. Ich weiß, dass er recht große Stücke auf dich hält. Wie ist da jetzt im Moment die Kommunikation jetzt schon gelaufen? Gerade jetzt auch Prospecting betreffend? Gelaufen und es wird auch laufen auf jeden Fall. Ich meine, Frank ist ein sehr, sehr wichtiger Teil eigentlich für die Organisation, genauso auch dieser Projekt mit Heilbronn, das sind alle wichtig. Axel hat jetzt gerade über diesen Development quasi geredet und das wird Axel mehrmals auch erwähnen, vielmals auch erwähnen, weil das ist das, was man hier auch machen will. Und ich glaube, es ist immer schön, wenn man eine Meisterschaft gewinnt im Nachwuchs. Das wissen wir auch. Jede will gewinnen, jeder Trainer möchte gewinnen. Und die Mannheimer hier mit den jungen Adler haben es, glaube ich, 15 Mal in den letzten 17 Jahren geschafft, was eigentlich eine hervorragende Bilanz ist. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch nicht schlecht zu verlieren, um zu wissen, wie das schmeckt und was man noch verbessern kann oder verbessern muss. Ich würde jetzt keinen dazu zwingen, zu verlieren. Überhaupt nicht. Aber ich sage halt, manchmal diese Entwicklung, diese Development und so weiter, sind manchmal wichtiger. Nicht immer, manchmal ist es schon wichtiger, auch in dem Alter, als nur den Drang zu haben, zu gewinnen. Aber wie gesagt, gewinnen ist gut. Auf jeden Fall, gewinnen ist gut. Bringt mich noch zu einer dritten Frage. Ihr wollt erfolgreich sein. Wie ist das offizielle Saisonziel, das ihr formuliert? Um die Meisterschaft spielen oder seht ihr euch als Favoriten? Oder wie würdet ihr das einstellen? Wir müssen uns als einer der Favoriten natürlich auch sehen. Das ist ja wahr, das sind die Erwartungen hier, deswegen sind wir auch hier gekommen und das wissen wir, das ist Mannheim jedes Jahr. Wenn du nach Mannheim kommst, dann kannst du nicht sagen, ich möchte ganz gerne die Playoffs erreichen, das ist ja klar. Ja, das würde uns keiner von euch wahrscheinlich auch abnehmen. Das ist erstmal die andere Sache, aber wichtig ist, und das gilt auch für unsere Mannschaft, dass wir uns jeden Tag verbessern wollen, wir wollen uns auch entwickeln als Mannschaft. Und wir werden hundertprozentig nicht unsere beste Eishockey spielen in September, Oktober, das weiß ich. Aber wir werden uns irgendwann mal entwickeln und wir werden irgendwann mal gutes Eishockey spielen. Auf jeden Fall. Olli, in dem Kontext, du hast gesagt, du kannst nicht groß zurückblicken, aber natürlich, ihr wart dreimal mit Wolfsburg im Finale, alle waren sich einig, das war eine tolle Leistung für den kleinen Standort. Aber es treibt dich persönlich auch an, zu sagen, ich will auch mal ein Finale gewinnen? Oh ja. Immer gut. Du hast ja im Mai schon mal ein relativ großes Interview in den Eishockey-News gegeben. Ich habe da gerade mal so ein paar interessante Passagen zusammengestellt. Du sagtest, die Zeit ist eine andere als 97 bis 99, aber die Charaktere, die zu dieser Zeit in der Kabine waren, die haben einen Erfolg ausgemacht und man kann aus dieser Zeit für heute durchaus das ein oder andere übernehmen. Du warst früh mit 32 Jahren schon Coach in Berlin und danach natürlich in anderen Stationen. Hast du außer dem eigenen Stil, den du in dieser Zeit entwickelt hast, auch von den damaligen Trainern, zum Beispiel von Les Nelsry, irgendwie Dinge übernommen oder haben die dich geprägt in einer gewissen Weise? Ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, weil du nimmst immer etwas, von jedem Trainer nimmst du etwas. Ob das Trainer zum Beispiel im Nachwuchs sind, die zu dir ganz anders auch reden als die Trainer in dem Erwachsenenbereich, aber du nimmst immer etwas. Nach jeder Saison kannst du sagen, egal ob du was Positives nimmst, was dir gut gefallen hat oder was Negatives, weil die negativen Erfahrungen, die sind manchmal sogar wichtiger für die weitere Entwicklung als Trainer.
als die nur positiven, weil du weißt ganz genau, okay, also das würde ich gerne so machen, aber das möchte ich nie so machen, weil du die Erfahrung auch irgendwie erlebt hast. Aber auf jeden Fall, vor allem am Anfang, man versucht natürlich auch sehr viel mit anderen Trainern kommunizieren, aber es ist bis heute. Ich bin trotzdem mit vielen Trainern auch in Kontakt, wir reden wir über Kleinigkeiten, über das Eishockey und man entwickelt sich auch weiter. Das, was ich am Anfang war, war ich fünf Jahre später auch nicht mehr und jetzt bin ich jetzt auch nicht mehr. Also man entwickelt sich immer wieder und es ist auch gut so, dass man sich entwickelt und weiter verbessert. Wir müssen uns alle, die da sitzen, verbessern und weiter an den Sachen arbeiten, weil ich glaube, wenn man nur still bleibt, dann ist es irgendwann mal ein Rückschritt nach hinten. Sven zuerst. Sven Metzger, Eiszeit FM Adler Podcast. Pavel, wir haben unsere Hörer gebeten, uns Fragen zu schicken für heute. Die wir dann gerne in Einzelgesprächen stellen. Wir sind förmlich überrannt worden. So was haben wir noch nie erlebt. Das heißt, das Interesse ist riesengroß und die Hoffnungen sind riesengroß. Spürt ihr das in eurer Arbeit? Bekommt ihr das schon mit, was im Umfeld entsteht? Weil die Hoffnungen sind riesig. Eigentlich noch nicht so viel, aber um ehrlich zu sein, uns ist das klar. uns ist das bekannt, uns ist das klar. Wir haben in unseren Gesprächen auch vielmal erwähnt, ob das jetzt mit Axel oder mit Pella oder mit alle drei, wir haben eine Sache erwähnt, wo wir gesagt haben, denk bitte dran, wir gehen nach Mannheim, wir werden Mannheim-Trainer. Und schon die Tatsache, dass wir da sind, schon die Tatsache, ich weiß nicht, wie viele tausend Dauerkarten man hier verkauft hatte, ich weiß es nicht, du weißt es wahrscheinlich besser, 6.000, 7.000 oder was sind das? In der Vergangenheit, ja. In der Vergangenheit ist schon aktuell. Die Tatsache. Und aktuell? Aktuell, wir hatten am Samstag noch den Verkauf, letztmalig, aktuell entstand, müssen wir noch erfahren. Ich wollte gar nicht einbohren. Das war ein Lenkung jetzt. Aber nee, die Tatsache ist, was ich sagen will, das sind eine Menge an Fans, die bei dem Spiel dabei sein wollen. Die wollen einfach dabei sein, die haben sich die Dauerkarte gekauft und das ist eine Gewalt, die da dahinter steht, eine positive Gewalt. Und von daher, uns ist es bekannt schon, aber auch wir wissen das auch. Wir wissen um diese Interesse und dass jetzt Druck ist, ich weiß es nicht. Ich nenne sowas eigentlich kaum Druck, weil unser Beruf ist, wir wissen, was das ist. Und das ist mehr so positive, was soll ich sagen, Herausforderung. A question for Paddy. Can you tell us something about your career as a hockey coach so far? Oh, you know, it's a long story. I've been coaching for 40 years, so. But, you know, I've been in different positions in ice hockey. I've been a head coach and assistant coach, and I also scouted for two different teams in NHL. And actually, the job with Axel was doing for Buffalo. And then I have been like this development and skill coach like the past 6 years. I was the university level in the United States, and then I was at the professional level also. And you know, I just need a new challenge in my life, you know, and 6 years of that was good, but that's enough, you know, and I decided to come here. And I knew quite a bit already about Adler Mannheim. I have friends who've been here in this organization, and they liked it here a lot. And then just talking to Axel, I think that he had like a great plan together, and I bought into it, and just I believe it. And for me, especially working with young players, it's that's I really like doing that. I think that's a great opportunity for me too. I never lived in Germany before, so it's great to live here, you know, be here. Gibt es weitere Fragen? Andreas? Also to Perti. Okay. Had you some contact to Ilkka Bakarin before you came? No. I don't know the guy at all. So
I've been away from Finland for so long, yeah. Over 30 years now. You know, I just missed like so many generation of players and everything. And only when I was scouting, I spent time in Scandinavia and all that. So I don't know Ilkka at all, but just meeting him yesterday and today, you know, I think it's great to have a Finn here for sure. Weitere Fragen? Alles beantwortet. Also die. Ja. Wie weit kommt Benke der Fußball her? Weiter als heute. Ja. Ich würde so sagen, wenn Sie heute nicht gewinnen, bin ich richtig sauer. Ich gehe davon aus, dass Sie heute weiterkommen. Aber dann die nächste Runde wird schwer. Aber ich sage mal jetzt heute Abend, 20 Uhr. Guckst du auch? In Sweden? Well, to start up with, I got a couple of SMS after the Sweden-Germany game there, but it was pretty quiet after the Sweden-Mexico game. But we are looking forward to that. And it's, for the Swedes, it's almost too good that they are this far, but for sure, we don't want to lose against the Swiss in football. Dieses Fußball ist allgegenwärtig. Und jetzt Tschechien. Na, no, die wollten ein bisschen mehr Urlaub haben. Das war aber okay. Das ist okay. Und Spanien? Spanien ist auch nicht mehr dabei. Ich habe gehofft, das wird nicht angesprochen, dieses Thema. Vielen Dank. Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, wir machen jetzt gleich noch Bilder. Auch jeder Gesprächspartner steht natürlich auch noch für O-Töne zur Verfügung. Noch die Info, die Pressemitteilung zu den beiden Personalentscheidungen müssten bereits in Ihrem E-Mail-Postfach liegen. Ansonsten haben Sie ab 16 Uhr noch die Chance, beim Prospect Camp zuzuschauen, wenn Sie das möchten. Und ja, ansonsten danke ich Ihnen fürs Kommen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.